Habt ihr irgendein anderes Video im Kopf, worauf ihr reagieren könnt? Ist irgendwas aktuell? Lejanko, was hat er denn hochgeladen? Ah, okay. Komm, wir haben ein interessantes Thema gefunden. Ihr wisst, wir haben in den letzten Videos, ich glaube, das ist 2 oder 3 Reactions her, ich komme da nicht mehr hinterher. Wir hatten auf Amira Berlin reagiert, also Amira aus Berlin. Die haben ja zu dritt quasi Mädchen geschlagen. Und jetzt ist ein neues Video online gekommen. Amira Berlin und ihre Freundin machen weiter. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Bruder, da brennt irgendwas, Digga. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's auch gut. Ich habe gestern ein Video hochgeladen über diese Amira aus Berlin. Weil er weiß, woran mich das gerade erinnert. Diese Flaschen hier. Wenn ich früher auf der Wiese Fußball gespielt habe, habe ich auch mal 2 Flaschen aufgestellt, um ein Tor zu markieren. Das erinnert mich einfach 1:1 daran. Berlin, die meisten haben das natürlich schon mitbekommen. Falls nicht, checkt das Video von gestern doch mal ab. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Es geht dort um diese Amira, die auf jeden Fall sich in Berlin jetzt ein... Walla, der Beat ist geil. Das ist der Bushido-Beat, Digga. Ich fange gleich an zu rappen, Junge. ...gemacht hat, weil sie so komisch drauf ist, schlimme Sachen macht, die ich jetzt hier nicht direkt so erwähnen möchte. Denn ihr schaut euch das Video von gestern einfach an, dann wisst ihr Bescheid. Oder auch so, ich glaube, die ist schon ein bisschen Fame geworden, so, hier in dieser Szene. Sie hat auf jeden Fall eine Antwort gemacht. Also diese Videos gehen ja gerade rum, wo sie auf jeden Fall ihr Karma bekommen hat. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Videos, wo sie zusammen mit anderen Mädchen jüngere kaputt haut sozusagen. Da habe ich mich auch schon im Video zu geäußert, Digga, wie kann man auf ein 12- oder 13-jähriges Mädchen draufgehen? Allgemein, wieso gehst du zu dritt, zu zweit auf irgendeine Person auf der Straße? Man kann jetzt sagen, wir wissen den Grund nicht, dies und das. Aber Digga, egal was da jetzt passiert ist, ja, du kannst doch nicht mit 3 Leuten auf eine 12-jährige einschlagen, die sich nicht wehrt, die auf dem Boden liegt. Ich habe nur gesehen, ihr Kopf, Bruder, hat gewackelt wie sonst was, Digga. Ein Kick auf den Hinterkopf, dann eine Faust da und da. Der, du, egal, was die Person gemacht hat, du kannst nicht mit 3 Personen auf eine Person einschlagen, die sich nicht wehrt. Die schon auf dem Boden liegt und um Hilfe bittet. Wenn ihr versteht, was ich meine. Auch so ohne Grund, was meiner Meinung nach gar nicht geht. Was geht nicht. Und wir müssen auf jeden Fall da was tun, Digga. Ich verstehe nicht, wieso man auf ein Mädchen drauf geht, die sich so oder so nicht wehren kann. So, ja, nee, keine Chance, Digga. Auch am Ende, wie die sich gefreut haben, ich werde dieses Bild aus meinem Kopf nicht rausbekommen. Sie machen einfach Blitzlicht in ihr Gesicht und lachen sich kaputt, Digga. Das meine ich. Die haben einfach noch danach, während sie das Mädchen demoliert haben, haben sie noch das Handy rausgeholt und 1:1 den gemacht und gefilmt. So auf. Die sind jetzt stolz darauf, dass sie jetzt ein 12-jähriges Mädchen geschlagen haben, was sich nicht wehrt. Weißt du, was ich den Leuten dann immer gönne, Digga? Dass einfach mal so eine Person kommt. Dass 1:1 sie kommt, einen genau so, die gerade auch ihren Kampf hatte und zu Amira geht und sagt, Amira, let's fight. Ja, nee, wie sie aussieht mit Bollen und so weiter. Digga, was ist los mit euch? Auch so allgemein, wie sie mit... An der Stelle, das war eine UFC-Fighterin, ne? Wenn du drauf bist, ja, nee, Amira, ich habe auf jeden Fall all deine Videos zugeschickt bekommen, wirklich alles. Solltest du wirklich hier drauf antworten wollen, antworte drauf, wie du willst. Ja, nee, das... Wer auch immer die Videos hat und auch das Mädchen kennt, geht auf jeden Fall zur Polizei, zeigt die an. Weil ich glaube nicht, dass das 12-jährige Mädchen die noch anzeigt, weil die einfach viel zu viel Angst davor hat. Hätte ich den Namen gewusst, hätte ich sogar angezeigt. So ein Ding ist das. Weil das ist einfach eine gottlose Aktion gewesen von den 3 Mädels. Die Beziehung verkackt haben, ist ja auch auf jeden Fall klar so, 100%. Schaut mal bitte, was sie auf TikTok postet. Ich zitiere. Wenn wir Blowy geklärt haben, auf TikTok fühlen sich die Leute so wohl, ne? Ey, das ist so cringe, Digga. Wenn wir Blowy geklärt haben, wow. Mama, klatsch mit. Ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid die Mutter. Ihr geht so TikTok runter als Mutter. So mit 50 geht ihr so TikTok runter und ihr seht auf einmal, ach, warte mal, das ist doch die Kleine, meine Lütte, meine Tochter. Was steht da, wenn wir Blowy geklärt haben? Bruder, ich würde einen Schock bekommen. Wie kann man sowas auf einer Plattform posten? Vor allem ihr Cousin hat mir geschrieben, ne? Der schämt sich einfach. Der hat mir auch erzählt. Normal, Bruder, ich hätte mich selber geschämt. Bruder, wenn das meine Schwester wäre in dem Falle, Bruder, dann hätte ich gar keine Schwester mehr, weil ich sag euch ehrlich, das hat auch nichts mit Zusammenhalten, Familie, dies, das. Das ist einfach nur noch peinlich. Hast du gar keinen Kontakt mehr? Hast du allgemein mit deiner Familie keinen Kontakt hast? Verständlich natürlich. Schaut mal bitte, was ihre beste Freundin gepostet hat. Gebt euch. Schuh-Cousins, Bruder. Ich bitte dich. Walla, was los, ja? Sie sagt Schokoseng. Und dann, wie die redet, Schokoseng. Walla, ich werd noch behindert. Ich schwör's, ich werd noch behindert. Sie hat safe keine Liebe bekommen, woher sonst dieser Hass? Ich glaube wirklich, das ist einfach, das liegt daran, dass sie wirklich in ihrer Familie keine Aufmerksamkeit bekommen hat. Also sie hat sich wertlos gefühlt und keiner hat ihr Aufmerksamkeit geschenkt und dementsprechend hat sie sich zu so einem hässlichen Menschen entwickelt. Wie so ein Pokémon. Einfach so ein richtig hässlicher Mensch geworden. Deswegen, an der Stelle, wenn ihr Familie habt, beste Freunde habt, checkt denen auf jeden Fall Aufmerksamkeit, zeigt denen, dass ihr da seid für die Person, weil sonst endet das Ganze genauso. Schuh-Cousins, Dings, ich wollte euch nur kurz sagen, dass es uns nicht interessiert, ob ihr uns hatet oder nicht. Und alles hat einen Grund und deswegen... Alles hat einen Grund. Sie redet so, als wäre das alles aus irgendeinem bestimmten Grund passiert. So von wegen, sollte so sein, dies, das. Deswegen so, ja, hatet ruhig weiter. Ja. Was laberst du? Erst... Baba Statement, Digga. Red mal vernünftig. Wie redest du, Amanako, du Mann, ja? Alles hat seinen Grund. Sag mir mal bitte einen Grund, warum habt ihr dieses eine Mädchen zusammengehauen? Gibt es dafür überhaupt einen Grund, dass ihr beide so rassistisch redet im Internet? Danke. Walla, danke. Er hat es gerade auf den Punkt gebracht. Die sagt ja hier, es gibt immer einen Grund für alles, was passiert und so, dies, das. Aber Digga,
Du hast im Internet das N-Wort gesagt, in einem Stream. Du hast sämtliche Familien von irgendwelchen Leuten im Stream beleidigt. Von den Leuten, die einfach nur live drin waren. Da verstehe ich auch nicht. Stellt euch mal vor, ihr abonniert jemanden auf Instagram und der beleidigt euch in den Storys, Digga. So, der hat jeden beleidigt. Die meinte, Deutsche sind dies und das. Ausländer sind so und so. Sie hasst jeden Menschen, was weiß ich. Digga. Aber hat ja natürlich alles seinen Grund, ne? Müsst ihr akzeptieren irgendwie. Ich hasse Menschen, die rassistisch unterwegs sind. Wallah, was ist los mit euch? Wir sind alles eins, Mann. Wir sollten zusammenhalten. Was für Rassismus, Digga? Auf jeden Fall, Amira hat dazu auch was gesagt. Bitte gebt euch. Weil jetzt viele behindert sind und denken, die können... Junge, bevor du... Oder kann die sich auch zeigen, oder? ...über behindert oder sonst was redest, nimm erstmal das Mikrofon aus deinem Rachen raus. Was ist das? Ein auf den tun und ein Account von... Ein auf den tun. Weil mein Nacken tut weh, ne? Warum zeigt die sich in einem Scheiß-Statement nicht? Hauptsache Insta ist drin, ne? Insta A, Berlin, Junge. Wie viele Ends sind da noch drin? Straßenapothekerin, Junge, die verkauft einen Jarak. Gar nichts verkauft die. Dann ja, ich entschuldige mich und so. Nein, also erstens entschuldige ich mich nicht. Zweitens ist das mein einzigster Account. Einziger? Bei Insta habe ich auch nur einen Account. Ich sehe da 1000 Milliarden Accounts, die so heißen wie... 1000 Milliarden? Bruder, gibt es die Zahl? Ich habe nur einen Account und hier auch nur... Ich habe das auch im letzten Reaction-Video gesagt, ne? Wenn ich irgendwann mal mitbekomme, dass dieses Mädchen, Straßenapothekerin, also Amira, ne, wenn das überhaupt die ist, wenn die irgendwann mal auf Instagram oder allgemein auf Social Media gefeiert wird, ich suche mir eine Brücke in Hamburg, weil, Digga, es kann nicht sein, dass Leute durch irgendeinen Hate berühmt werden, Digga, in Anführungszeichen, dass sie Aufmerksamkeit bekommen. Weißt du, es gibt Leute... Ich spreche jetzt nicht für mich, ich spreche für andere Leute. Kämpfen tagtäglich dafür, geben alles, um sich jeden Tag zu verbessern, um jeden Tag alles zu geben, weil man einen Traum hat, weil man eine Vision hat, ein Ziel hat. Und die geben wirklich alles. Die stecken alles rein. Die riskieren dies, das, um einfach das zu erreichen, was sie sich vorgenommen haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen in dem Sinne. Und dann gibt es Leute, machen genau solche Videos, provozieren Leute und werden dann irgendwann gehatet. Und nachdem sie ein Jahr gehatet wurden, sind das auf einmal alles Fans, in Anführungszeichen. Die fühlen sie dann auf einmal, feiern die auf jeden Fall. Und wenn das passiert, Junge, Baller, ich such mir eine Brücke. Ja, nee, sie entschuldigt sich auf jeden Fall nicht dafür, was sie gemacht hat. Das ist gerade mal ein Bruchteil, was ich gerade erzählt habe, ne? Sie hat auch von einem Mädchen das Kopftuch runtergerissen und das nicht nur einmal. Davon gibt's auch irgendwo ein Video. Ja, nee, schäm dich mal, ja? So wie ich weiß, ich glaube, du bist selbst irgendwie Arad. Die hat einfach von einem Mädchen ein Kopftuch aufgezogen. Und das nicht einmal. Man sagt ja, Jugend Leichtsinn. Einmal kommt vor, man ändert sich, dies, das. Aber Bruder, wenn du irgendeinem Mädchen oder allgemein irgendwelchen Kopftuchfrauen dreimal, viermal das Kopftuch abziehst, Digga, dann hat das auch gar nichts mehr damit zu tun, dass es jugendlicher Leichtsinn ist, dass es einfach nur ein Knacks im Kopf, irgendeine Sicherung brennt. Du musst auf jeden Fall dringend zur Werkstatt. Du hast arabische Wurzeln, so wie ich weiß. Denn was machst du da mit deinen eigenen Schwestern, Digga? Ist das eigentlich dein Ernst? Sei mal ehrlich. Sie hat ja auch auf jeden Fall einen Text geschrieben, ich lese mal vor. Die ganzen Videos, die im Umlauf sind und die Menschen, die sie verbreiten, werden angezeigt bei Gott. Oh, Digga, Bruder. Ey, Digga, das ist so eine Doppelmoral, ne? Das ist so paradox. Die ganzen Videos, die im Umlauf sind und die Menschen, die sie verbreiten, werden angezeigt. Bei Gott, ihr werdet alles sehen. Bruder, wollt ihr mich verarschen? Walla, das Mädchen hat einfach ein IQ von 2. Die schreibt in ihrer Story da, dass alle Menschen angezeigt werden, die Videos von ihr verbreiten. Junge, die haben die Videos selber aufgenommen und selber verbreitet. Sorry, du musst es drunter leiden, Walla. Sonst hätte ich gegen den Tisch gehauen. Werdet alle sehen, Hashtag Karma. Alle reden, aber haben keine Ahnung von der Wahrheit. Karma einfach. Was für Wahrheit? Was für Wahrheit? Ich bitte dich sogar, was für Wahrheit? Wir sehen doch die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass du einfach falsch bist. So wie du drauf bist, so darf man nicht drauf sein. Geht einfach nicht. Man sollte sich dafür schämen, Digga. Walla, man sollte sich einfach dafür schämen. So wie du drauf bist, das geht nicht. Ich nehme die Entschuldigung zurück. Bei Gott, ich nehme die zurück. Ich will mich gar nicht bei euch entschuldigen. Wer ist denn das jetzt? Es ist wirklich nicht so hart zu verstehen, Amira. Es ist jetzt das Mädchen, was geschlagen wurde. Was hast du weggeworfen? Bruder, ich habe Gold weggeworfen, das ist Desinfektionsmittel. Überleg mal, wie weit das alles gehen kann. Aus Prinzip, ich werde weiter dieses Wort sagen, weiter. Also sie möchte auf jeden Fall das Wort weiter sagen. Die möchte das N-Wort weiter sagen. Bruder, als wäre das wie sagt man? Als wäre das irgendein Profil in der Schule, was man weitermachen kann, Junge. Sie sagt, sie will das N-Wort weiter sagen, will das N-Wort weiter sagen. Was bist du für ein Hund? Der, das ist schon ekelhaft, ich sag euch ehrlich. Und wenn die Person Aufmerksamkeit bekommt, im Sinne von, dass sie irgendwann berühmt wird und die Leute sie feiern, diese Tastatur teile ich durch 2. Was falsch mit dir? Ich glaube, das Mädchen hat wirklich einen weg, ha. Wallah. Ja, ne, wallah, mich kriegt man eigentlich nicht leicht zum Ausrasten. Aber wenn es um Rassismus geht, ne, Digga? Wenn es um so rassistische Sachen geht, ich bin der Erste, der behindert wird. Ich hasse Rassismus, Digga. Ich hasse das über alles. Ja, ne, sie hatte sich wohl entschuldigt und jetzt hat die Entschuldigung zurückgenommen. Ja, aber nachher, die denkt auch, wir sind hier bei Instagram, dass man Nachricht zurückziehen kann. Was ist los mit dir? Ich hoffe, alle Frauen werden... Habt ihr das jetzt gehört? Es wurde zensiert, Bruder, weil ich hab's nicht gehört. Sie hofft, dass alle Frauen...
werden. Ja, was soll man noch dazu sagen? Bruder, Walla, das hat doch... Digga, was ist denn da passiert in der Erziehung, Junge? Ich kann mir das wirklich nur so vorstellen, dass sie einfach in ihrer Familie von weder, wenn sie eine Schwester hatte, wenn sie einen Bruder hatte, von keinem wurde sie ernst genommen. Keiner hat ihr Aufmerksamkeit geschenkt. Das heißt, das Mädchen war auf sich alleine gestellt und hat einfach das Schlechteste draus gemacht. Wie kann man... Also, ich verstehe nicht. Das ist doch cringe. Vor allem sie selbst. Der um Menschenrechte kämpft, Bruder. Wer sich so benimmt, ist für mich keine Frau, Digga. Ich find's einfach traurig, in was für eine Gesellschaft wir sind, ja? Vor allem, sie ist einfach bekannt geworden durch diese Videos. Ja, nee, sie hat das bekommen eigentlich, was sie die ganze Zeit wollte. Sie wollte Aufmerksamkeit. Und wir Idioten geben ihr auch indirekt Aufmerksamkeit. Soll sie hier die ein oder andere Klicks abstauben? Das juckt mich nicht. Was mich viel mehr treffen würde, oder was mich provozieren würde, ist, wenn sie Aufmerksamkeit bekommt und die Aufmerksamkeit ins Positive entwickelt. Sprich, dass Leute sie auf einmal feiern und sagen, sie ist eine Ehrenfrau, sie hat voll den schönen Charakter. Dann würde ich mir denken, Digga, warum habe ich darauf reagiert? Ding ist, ich gebe ihr auch noch diese Aufmerksamkeit, aber das alles hier hat auch eine Message, ne? Zum Beispiel, dass sie einer Frau, beziehungsweise alle Frauen auf dieser Welt wünscht, dass sie Punkt werden. Ich will das jetzt nicht aussprechen, weil das echt ein ernstes Thema so ist, echt krass und traurig. Ich weiß nicht, ob ich das euch schon mal erzählt habe, ich glaube schon. Ich hatte ein Mädchen in der Klasse, bei der ist das Gleiche passiert und sie war danach auf jeden Fall in der Psychiatrie. Und das wirklich sehr, sehr lange, also die ist darauf nicht klargekommen, was mit ihr passiert ist. Kann man auch natürlich verstehen, dass man auf sowas nicht direkt klarkommt. Das ist auch nichts Normales, sowas macht man nicht, ne? Dann bist du auch noch so ein Mensch und du wünschst es andere Personen, Digga. Weißt du gar nicht. Also, sie meint doch indirekt ihre Mom. Bruder, das juckt sie, glaube ich, null. Vor allem, ich habe mal mit einer Person geredet, der das passiert ist und die hat mir das ganz genau erzählt. Du kriegst Gänsehaut, du, ey, Digga. Auch wenn Amira sich entschuldigen würde und es wirklich bereuen würde, würde ich ihr nicht mal verzeihen. Digga, ich sag euch ehrlich, ich kann mir auch keine Entschuldigung bei ihr vorstellen. Ohne Schuh, Cousin. Deswegen, also, ich weiß nicht, Entschuldigung würde ich auch nicht annehmen, Digga. Ich glaube, auch solche Menschen kommen niemals darauf, eine Entschuldigung abzugeben. Wäre einfach viel zu dumm dafür. Mir sind die Tränen gekommen, dass du einer Frau etwas antust gegen ihren Willen. Das geht gar nicht. Ich sag nur so, sie ist jetzt relativ jung und irgendwann wird sie sich denken, Digga, tamam, ich hab's verstanden. Man hat mich als Kind dreimal geworfen, zweimal davon aufgefangen. Aber warum habe ich das gemacht? Für so ein bisschen Aufmerksamkeit? Wenn man wirklich Aufmerksamkeit will, dann versuch auch deine Aufmerksamkeit so zu gewinnen, indem du harte Arbeit reinsteckst und auch den Willen reinsteckst und Liebe reinsteckst, Leidenschaft reinsteckst. Aber Menschen, die durch sowas Fame werden, Wallah, ich gönne jedem Menschen das, was ihm zusteht. Aber Menschen, die so Aufmerksamkeit bekommen, denen gönne ich das nicht, Digga. Aus tiefstem Herzen gönne ich das nicht, Digga. Und jeder, der denen das dann gönnt, der hat sowieso einen Schaden. Ich gönne jedem, der wirklich harte Arbeit reinsteckt und wirklich Willen reinsteckt. Ist es wirklich andere Menschen? Schäm dich mal ein bisschen, ja. Wallah, schäm dich mal ein bisschen. Vor allem das, was du auch mit jüngeren Personen machst, ne? Das könnte man eigentlich dazu zählen. Das, was du mit jüngeren Jungs machst, das geht auch nicht. Auch wenn das... Hast du die Videos gesehen, wie sie geschlagen wird? Gar nicht. Junge ist. Leute, es gibt so viele Stories. Ich könnte euch sogar alles mit Beweise liefern. Das werde ich auch wahrscheinlich... Hey, Janko, warum liegt da eine Box? Nichts machen. Ich werde euch mal erzählen, wie diese Amira noch drauf ist, ja? Das, was wir hier im Internet sehen, beziehungsweise das, was uns geschickt wird, das ist noch gar nichts. Das, was wir von Amira sehen und uns geschickt wird, das ist noch gar nichts. Versprochen sogar, das ist gar nichts. Dieses Mädchen ist wirklich... Wieso nehmen die Eltern nicht einmal das Handy weg? Glaub mir... Digga, bist du behindert, Alter? Ich hab Gänsehaut, ne? Alter Schwede, Bruder. Ich hab einen Geist gesehen. Ich dachte, Wallabila. Bruder, ich hab noch nie so einen Blick von dir gesehen. Oh, Bruder, ich hab Gänsehaut. Ich bin warm angelaufen. Wallabila. Bruder, du kleiner Hund, Digga. Ich guck auf einmal, ihr müsst euch vorstellen, Nico ist gerade gekommen. Ich bin hier gerade am Reden. Das war voll in meinem Film. Ich hab mir alles bildlich vorgestellt, ne? Und dann guck ich nach links. Da steht jemand. Ich muss aber sagen, ich hab mich das erste Mal lautlos erschrocken. Wallah, mein Herz rast. Ich frage mich wirklich, wann dieses Mädchen Hilfe bekommt. Das ist einfach der Shaitan höchstpersönlich. Wallah, wir haben alle Mariam Shaitan genannt. Wallah, Mariam ist doch ein Engel im Gegensatz zu ihr. Mariam ist zwar auch ein Shaitan, aber, ja, nee, weißt du so? Die ist noch so gerade mal Prestige 1. Aber nach ihm, dieser Amira ist Prestige Master. Wallah, ich mach... Oder die hat drei Accounts durchgespielt, so ein Ding ist das. Jetzt geht keine Witze drüber oder so. Ich meine das ernst. Ich meine das wirklich ernst. Amira ist nicht Amira, sie ist Vanessa. Bruder, wie kommst du? Also, der ist doch Amira, oder nicht? Ich glaube, dieses Mädchen ist besessen und ich glaube, sie braucht wirklich Hilfe. Wir können, glaube ich, Amira wirklich mit einer Sache helfen. Lass uns doch einfach mal ein Spendenkonto erstellen und einfach für den Hodja sparen. Dass wir einfach mal den Djinn, den sie in sich trägt, einfach rausholen. Weil ich glaube, so geht das nicht weiter. Zeig euch ehrlich. Das wird doch ganz eklig. Exorzismus 2000. Künstlername ist Amira. Verstehe. Das ist wahrscheinlich ihr UFC-Name. Ich schwöre bei Gott, ich laber keine Scheiße und ich mache auch hier wirklich keinen Witz. Ich meine, die steht auf Dennis. Sag nicht, dir das irgendwo mal gesagt. Zu 1.000.000% ernst, dieses Mädchen ist, glaube ich, besessen. Ich mache jetzt einen Aufruf. Gibt es einen Menschen auf dieser Welt, der den Teufel befreien kann von einer Person? Wir müssen das auf jeden Fall mit Amira klären. Amira, Wallah, lass dir am besten helfen. Ich mein's ernst sogar. Denn das ist nicht normal, dass du alles Negative wünschst zu einem Menschen. Egal, was schlecht ist, sie wünscht es einfach einer Person. Aber sei mal selbst davon... Frag mich, wie Amira privat drauf ist. Ob die auch mit ihren Freundinnen so ist, dass sie jeden Hans und Franz beleidigt. Redet die auch privat so? Wenn ja, dann ist ganz eklig. Dann ist das wirklich Endstufe von Jin. Dann ist das
das, glaube ich, nicht mehr so lustig. Wünscht Menschen eine Krankheit. Ich hoffe, eure Mutter stirbt heute Nacht an Krebs, an AIDS, keine Ahnung. Bruder Walla, wenn ich das schon denke, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich mir dann denke, das passiert meiner Mutter auch. Und die sagt es einfach. Bruder, die juckt das gar nicht. Ist mir auch egal. Bevor ich eure Mutter anspreche, okay? Ich schwöre, ich... Wie kann man so werden, Digga? Walla, ich frag mich das. Das ist, Bruder, das ist wirklich ein Musterbeispiel. Das müsste man wirklich in der Stadt verteilen, das Video, damit man einfach abgeschreckt ist. Eure Toten einfach. Ich spuck auf eure Toten. Schuhgesang. Auf euer Totensgrab, okay? Das sind alles kleine Du wünschst Menschen, dass die einfach sterben. Wahrscheinlich wünschst du mir auch gerade den Tod. Und dann bist du auch noch so rassistisch unterwegs. Das geht. Ich glaube, die hat uns allen schon den Tod gewünscht. So ein Ding ist das. Mir wurde wahrscheinlich auch schon von der Tod gewünscht. Ihr habt wahrscheinlich auch schon Fluch bekommen. Meiner Meinung nach gar nicht. Also, Amira, ich muss dir auf jeden Fall nochmal was hinzufügen. Ich habe jetzt gerade erfahren, dass du mich und andere YouTuber, die auf dich reagieren, als das H-Wort beleidigt hat. Ah, was? Das habe ich jetzt nicht gehört, oder? Habe ich mich verhört? Erstens, so kannst du deinen dritten Stiefvater nennen. Wallah, ich glaube, es wird Zeit für ein Teil 3. Entscheidet ihr, Leute, schreibt in die Kommentare Hashtag Teil 3. Dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid, weil ich lasse mich nicht von so einem Menschen beleidigen. Einfach abwarten und Cappuccino trinken. Leute, was ist denn eure Meinung? Ja, Wallah, ich will einfach nur eure Meinung wissen. Meine Leute, was soll ich euch noch dazu sagen, großartig, ja? Ich akzeptiere sowas gar nicht, ja, ich verstehe sowas gar nicht. Jetzt bist du da irgendwo in Frankfurt, bist du aus Berlin abgehauen, weil du in Berlin eine große Nummer geworden bist. Was heißt große Nummer, haben wir nach Bremen? Du hast auf jeden Fall dir einen Namen gemacht in Berlin. Die Leute da drehen durch, wenn sie die sehen, ne? So ein Ding ist das. Deswegen ist sie jetzt in Frankfurt. Das Ding ist, ganz Deutschland kennt dich schon, ne? Nur mal so. Wir erwarten nicht viel, Amira. Wir wollen einfach nur, dass du dich für diese Sachen entschuldigst. Aber auf ehrliche Art. Nicht, weil wir das irgendwie sagen. Du sollst dich wirklich entschuldigen. Und du sollst was an deinem Charakter ändern. Auch das, was du mit den ganzen jüngeren Jungs machst, Digga, ist das dein Ernst? Dazu komme ich noch nicht, weil das ist nicht das Thema hier. Du kannst ja gerne eine Antwort auf das Video geben. Kannst mir auch gerne auf Instagram schreiben. Leute, es gibt so viele Sachen, die ich auspacken könnte, ne? Wallah, eigentlich hat sie das auch richtig verdient, dass ich das auspacke. Aber Wallah, wir chillen ein bisschen. Folgt mir einfach auf Instagram. Das ist eh ein Amira steht für Erziehung.